Das ZSC1 TV-Update wird präsentiert vom Hotel Meiringen, das moderne, gediegene Hotel mit den persönlichen Noten im Herz der Schweiz. Niederlage von 7.975 Zuschauern. Der ZSC verliert gegen Biel mit 2-3 nach Penaltyschüssen. Der Beginn verhalten, trotzdem ZSC 1-0-Führung nach 6 Minuten dank Luca Conti. Biel gleich noch vor der Pause zum 1-1 aus. Steigerip im ZSC und in Überzahl bringt der Reihenkeller in der 27. Minute die Lions 2-1 in Führung. Starkes Schlussdrittel vom ZSC, aber zu verspielt im Abschluss. Die Lions werden prompt bestraft. Biel gleicht in der 55. Minute zum 2-2 aus. Es geht in Verlängerung, aber erst Penaltyschüsse bringt Entscheidung. Biel gönnt das mit 13-0 zum Schlussresultat von ZSC 2, Biel 3. Moritz Drachsler, Niederlage im Penaltyschiessen in einem Match, wo man eigentlich gewinnen können. Umso ärgerlicher. Ja, sicher. Ich glaube, im dritten Drittel waren wir nahe am 3-1 gewesen. Und nachher ist es ein heißer Ritt geworden. Ist immer, wir hatten Chancen gehabt und sind nachher aber ein paar Konter reingelaufen. Und am Schluss haben sie das 2-2 Ausgleich erzielen und sicher ärgerlicher. Schon in der letzten Match war ein Startdrittel nicht das Paradedrittel vom ZSC gewesen, auch heute nicht. Aber man ist 1-0 in Führung gegangen. Hat das irgendwie zu stark beruhigt? Ja, ich glaube nicht. Ich meine, nach dem ersten Dritt war es noch wieder 1-1 gewesen. Wir sind uns schon bewusst gewesen, dass es nicht top war. Und ja, ich meine, wir müssen da eine Lösung finden. Vor allem daheim im Hallenstadion kann es nicht sein, dass wir eben so erste Drittel liefern. Und was sagen jetzt, müssen wir das analysieren und dann besser machen das nächste Mal, ja. Im Schlussdrittel hat es ja positiv ausgesehen, jetzt sind meistens am Böck, aber vielleicht im Abschluss zu verspielt. Ja, ich glaube, wir haben vielleicht müssen wir den Weg wieder direkt aufs Goal finden. Es waren ja ein bisschen verspielt, wie du sagst. Und, ja, ich meine, wenn wir jetzt 3-1 eines machen oder machen würden, dann ich glaube, wäre das im Trockenen gewesen. Ja. Patrick Bertschi, lang hat man geführt und am Schluss Ausgleich und dann Niederlage, Penalty, Schüsse. Ist der Gegner Biel etwas engagierter und mit mehr Einsatz ins Spiel gegangen? Ja, ich glaube am Start schon. Sie haben einen besseren Start als wir. Ich glaube, nachher haben wir uns langsam an ihren Spielstil gewöhnen. Und, ja, ich glaube, im letzten Drittel haben wir die Chance gehabt, zum 3-1 zu schiessen und das verpasst. Und ja, dann passiert es halt manchmal. Man ist ja im nächsten Drittel in Führung gegangen, ganz ungewohnt für den ZSC. Aber nachher hat man sich nicht mehr steigern, ganz im Gegensatz zum Match gegen Zug. Ja, eben. Ich meine, das ist anders mit der Führung spielen, als wenn wir Rückstand hinten reinrennen. Und gestern ist es gut gelungen, mit der Führung umzugehen. Und ja, jetzt wird es nicht klappen. Vor allen Dingen natürlich ärgerlich. 2-1 hat man geführt und dann 5 Minuten vor Schluss doch noch den Ausgleich, der in Seeland geführt hat. Ja, ich glaube eben. Ich meine, wir haben vielleicht zu viel verteidigen und eben zu wenig Konsequenz 3-1 gesucht. Und das wäre vielleicht die Entscheidung gewesen. Penaltyschüsse ist noch ein bisschen Lotterie und sie haben das souverän gemacht. Das war Patrick Bertschi bei Penaltyschüssen nicht dabei gewesen.